Ve li presento. Allora, e vorrei chiamare vicino a me, o che si alzasse, Silvano Girelli di Flover, che vi dicevo è stato insieme a... Sì, un ringraziamento per i giornalisti che sono a questa conferenza stampa e abbiamo iniziato la nostra avventura del Natale in Italia 25 anni fa, prendendo ispirazione dalla Germania, e siamo contenti che ci sono molti visitatori tedeschi che apprezzano quello che noi siamo riusciti a costruire negli anni in questo villaggio che rappresenta la cultura della decorazione europea e internazionale, ma soprattutto italiana, e la promozione del territorio. Grazie. Bene, grazie. Silvano Girelli bedankt sich bei Ihnen. Wollte eben kurz sich auch bei den Journalisten bedanken. Wie schon gesagt, hat mit seiner Firma Flover vor 25 Jahren angefangen, in Verona Weihnachtsdekorationen zu verkaufen. Dann kam eben die Idee, nicht nur die Häuser von den Italienern zu dekorieren, sondern eben auch die Stadt, und somit hat dieses Projekt begonnen. Das sind unsere Christmas Angels. Da gibt es mehrere davon in der Provinz von Verona und natürlich in der Stadt, die dort rumlaufen, die Sprachen sprechen und mit den Personen in Kontakt kommen und auch die Verbindung über Facebook pflegen mit den Gästen. In questo momento stiamo promuovendo uno dei principali parchi di divertimento a livello europeo, e abbiamo qui Massimo Zuccotti proprio di Gardaland, che ringrazio della sua presenza e vuoi fare due battute? Sì, noi siamo aperti dal 6 di dicembre fino a... Großer und bekannter Vergnügungspark, zu den größten von Europas gehört er. Prezzemolo heißt auf Deutsch Petersilie, die Maskotte haben Sie gerade gesehen, und es hat gesprochen der Chef von der Marketingabteilung von Gardaland. Nabio, sie ist die Chefin der Marketingabteilung von Parco Natura Viva. Das war früher ein Zoo, das hat man ja heute nicht mehr. Zoos hat man nicht so gerne. Es ist jetzt ein Ambient geworden für die Pflege von Tieren, die aussterben könnten. Nicht nur europäische Tiere, sondern auch exotische Tiere. Die Maskotte davon ist Tunka. Tunko Tanka. Tunk. Tunk. Von der Seilbahn, die von Malcesina auf den Monte Baldo hochführt, auf eine Höhe von 1400 Meter. 1400 Metern. Und die Eigenschaft von dieser Seilbahn ist, dass sie Kabinen hat, die sich 360 Grad drehen, sodass man, während man hochfährt, egal wo man steht, eben einmal im Kreis alles sehen kann, vom Berg über den ganzen Gardasee hinweg. Also 1750 Meter geht es hoch. Ci auguriamo nel periodo natalizio le persone che visiteranno il nostro territorio potranno anche andare a sciare proprio sulle piste del Monte Baldo. Ist ein kleines Skigebiet, man kann dort oben auch Ski laufen, deswegen habe ich nachgefragt, 1400 Meter kam mir wenig vor, also 1750 Meter, wo die Seilbahn anfängt. Der Monte Baldo ist ja dann 2200 Meter hoch, und dort oben ist ein sehr schönes kleines Skigebiet. Tutto questo progetto, e saluto Babbo Natale ovviamente, che è la nostra mascotte di riferimento per quanto riguarda quest'anno, non sarebbe stato possibile senza la collaborazione delle amministrazioni locali. E qui è venuto con noi in questa conferenza stampa. Wort gehabt hätten von den lokalen, also von den örtlichen Behörden bzw. Amministrationen. Paola Arena bedankt sich bei Federico Sboarina, das ist der Bürgermeister von der Stadt Verona, der uns jetzt ein paar Worte sagt. Buongiorno, tutti voi conoscete perché tantissimi sono i turisti tedeschi e bavaresi soprattutto che scendono nella nostra città a vedere il Festival d'Opera durante l'estate e sul lago di Garda milioni e milioni di persone tutta l'estate. Ein herzliches Willkommen von unserem Bürgermeister von Verona. Er bedankt sich bei Ihnen, dass Sie hier sind. Er hofft, dass Sie alle die Stadt Verona kennen. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Wie schon gesagt, wie wir vorhin schon andeuteten, Verona ist also sehr besucht von den Gästen aus Bayern und aus München. Für viele ist es ein zweites Zuhause. Però Verona è anche
una città che è stupenda nel periodo natalizio, soprattutto in questi ultimi anni, con i nostri mercatini di Natale che sono diventati i mercatini di Natale più importanti e più visitati a livello nazionale e la quarta posizione, se non sbaglio, a livello europeo, e la bellezza di vivere la città di Giulietta Romeo, della storia shakespeariana, delle nostre mostre che partiranno nel mese di dicembre a Castelvecchio, la Galleria d'Arte Moderna, i presenti all'interno dell'arena, e quindi rinsaldare un rapporto con la città di Monaco, che è la nostra città gemellata per eccellenza, un gemellaggio che è lungo quasi 60 anni, datato 1960, e con il quale noi veronesi, nei confronti di Monaco e di tutti i bavaresi, abbiamo un legame d'amicizia non solo, che è straordinario, superiore a qualsiasi altra città. Ja, das Ereignis, wie ich sagte, also Verona ist bekannt bei den Gästen aus Bayern und München, hauptsächlich in der Zeit, in der schönen Sommerzeit. Wir bemühen uns jetzt, die Gäste auch in der Weihnachtszeit zu gewinnen, und das scheint zu gelingen. Das ist auch der Grund, warum wir dieses Jahr diese Präsentation nicht in Italien machen, wo inzwischen Verona die erste Stadt geworden ist für Feierlichkeiten um Weihnachten herum, sondern hier in München und in Bayern. Also Herr Sboarina wünscht sich, dass viele Gäste kommen, auch mit ihrer Hilfe, und dass Sie natürlich auch dabei sind. E quindi, questo semplicemente per chiudere, vi aspettiamo. Aspettiamo ovviamente tutti voi che siete invitati qui presenti, ma anche i tanti cittadini di Monaco, i tanti cittadini della Baviera e della Germania che vorranno venire a vivere le grandi emozioni del Natale a Verona. Also wir wünschen Sie bald bei uns als Gast zu haben, nicht nur Sie, sondern auch diejenigen, die Ihre Zeitschrift lesen. Hoffen wir, dass uns das gelingt mit Ihrer Hilfe zusammen. Buona giornata. Schönen Tag. Buongiorno a tutti con questa presentazione. Non è facile parlare. Mi presento, io sono Anna Paola Antonini, assessora al turismo di Valeggio sul Mincio, e faccio parte di quelle persone che si sono trasferite in un altro paese per amore. Sie gehört zu den Personen, die in ein anderes Land gezogen sind, nicht um zu arbeiten, sondern aus Liebe. Auch arbeiten. Auch arbeiten, okay. Arbeiten. Sprich doch Deutsch, sag mal, du hast doch deinen Freund, sprich doch bestimmt perfekt Deutsch. Ja, also ich werde viele Fehler machen, aber macht nichts. Also ich bin Anna Paola Antonini und ich richte viele Grüße aus meiner Stadt, Valeggio sul Mincio, in der Nähe vom Gardasee und von Verona. Und viele Grüße soll ich auch von meinem Bürgermeister Angelo Tosoni richten. Er konnte heute leider nicht hier sein. Du hast das jetzt so schön gesagt, dass wenn ich ein Deutscher wäre, würde ich mich auch in dich verlieben. Sono particolarmente contenta di essere a Monaco di Baviera, che è una delle mie città preferite, e sono particolarmente felice di essere in uno dei land della Germania che da sempre hanno dimostrato grande interesse nei confronti del nostro territorio, quindi non solo città di Verona, ma anche Lago di Garda ed entroterra. Also ich freue mich sehr, dass ich in München bin, weil München meine Lieblingsstadt ist. Und wir sind hier in dem Land, das immer ein großes Interesse für unsere Leidenschaft, Verona, unsere Stadt Verona, Gardasee und die Region Veneto allgemein. Questa è l'occasione per stringere ancora di più questo rapporto con queste realtà con cui Valeggio ha sempre cercato di collaborare dal punto di vista turistico, storico, culturale e anche gastronomico. Also das ist die Möglichkeit, die Gelegenheit, um diese Beziehung zwischen Valeggio, Gardasee, Verona und natürlich Deutschland noch stärker zu machen. Valeggio con il suo piatto tipico, i tortellini, Borghetto, che è il borgo medievale, uno dei borghi più belli d'Italia. A questo punto vi invito alla festa del Nodo d'Amore, che si svolge ogni terzo martedì di giugno, e il Parco Sigurtà, che è una vera e propria meraviglia al mondo. Also Valeggio hat immer versucht, eine enge Beziehung mit Verona, Gardasee zu haben und verstärken. In Valeggio haben wir viele touristische Interessepunkte, wie unser Park, Parco Sigurtà, eine Wunder in der Welt, und dann Borghetto, einen der berühmtesten Dorf Italiens, und auch unser typisches Essen, Tortellini von Valeggio sul Mincio.
Und heute lade ich euch ein an den Festa del Nodo d'Amore. Das ist jeden dritten Dienstag im Juni. Das ist ganz berühmt und jedes Jahr haben wir 3000 Touristen aus der ganzen Welt. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione e vi aspettiamo naturalmente sul Lago di Garda, a Verona e anche a Valeggio sul Mincio. Grazie a tutti. Posso dire una cosa io oltre a tradurre? Ich möchte auch was sagen und nicht nur übersetzen. Non potevano trovare un assessore migliore a Valeggio e lo dirò ad Angelo. Tu bist super, du bist echt super. Bene, abbiamo terminato la presentazione.